Electriv.net, der Branchendienst für Elektromobilität. Powered by CMS Hasche Siegle. Ja, wir sind auf der Hannover Messe 2016 für Sie unterwegs. Bei mir jetzt Thomas Schäfer von der Firma B-Zero, ein Carsharing von Linde, das uns einigermaßen überrascht hat. Das war wahrscheinlich auch Ihr Ziel dabei. Also ein gewisser Überraschungsmoment war unser Ziel, keine Frage. Wir wollten rausgehen und einen kleinen Aha-Effekt natürlich erzeugen. Die wenigsten denken, dass eine Firma die Luft zerlegt seit Jahren, jetzt den Schritt nach vorne macht und Carsharing macht. Aber wenn man weiter reinguckt, macht der Schritt auf alle Fälle Sinn. Denn wir promoten damit Wasserstoff als Antrieb für die Mobilität, für eine saubere. Und in die Details gucken wir jetzt mal ein bisschen rein. Ja, Herr Schäfer, Sie haben es schon angesprochen. Ein Unternehmen, das Luft zerlegt, das sich mit Gasen auskennt, bringt jetzt Autos zum Endverbraucher. Was reitet Sie denn da, bitteschön? Ja, uns reitet die Idee, die große Vision der Wasserstoffmobilität zu dem nächsten Schritt zu verhelfen. Der Endkunde ist der ganz entscheidende Stakeholder in dem Spiel. Denn nur ein Kunde, der begeistert ist und hinter Wasserstoffmobilität steht und dies auch versteht, ist ein Kunde, der ganzen Industrie danach ja dann auch hilft, vorwärts zu kommen. Das heißt, wir haben ja jetzt die Situation beim Wasserstoff, dass erste Fahrzeuge zwar da sind, aber auch nur erste Infrastruktur. Man hat so ein bisschen die Henne-Ei-Problematik. Linde geht jetzt also dran und macht Henne und Ei in einem Atemzug. Wir gehen raus und versuchen zumindest mal beides zusammenzubringen und oder Kräfte zu erzeugen, um das Ei zu zerstören, dass die Henne rauskommt. Wir wollen einen Impuls setzen im Markt. Wir wollen einfach, dass Wasserstoffmobilität erlebbar wird oder erstmal sichtbar wird. Viele wissen gar nicht, dass wir da State-of-the-Art-Technologie haben, dass es eine tolle Sache ist. Insofern versuchen wir einfach durch äußere Kräfte da eine gewisse Bewegung reinzubringen, dass das Ei kaputt geht und die Henne schlüpft. Wie viel Fahrzeuge haben Sie jetzt wo konkret? Wo geht's los? Also wir werden im Sommer, sagen wir mal Ende der Fußball-Europameisterschaft nach dem Fußball, pünktlich zum Sommer-Fußballloch dann mit etwa 50 Autos starten, einer Flotte von 50 Autos in München. Dort werden wir ein zoomasiertes Carsharing starten. Und dann geht es in alle Städte oder wie ist das nur ein Marketing-Gag für München jetzt am Standort? Dann schauen wir mal, einen Schritt nach dem anderen. Jetzt versuchen wir erstmal diese 50 Autos zum Laufen zu bringen. Wir hoffen, dass die Leute das Thema aufnehmen, begeistert werden, begeistert sind, die Autos nutzen. Und wenn der Erfolg uns recht gibt, werden wir natürlich schauen, was machbar ist in Sachen Expansion. Aber erstmal den ersten Schritt, erfolgreicher Start in München. Ja, in München sitzt ja auch ein etwas größerer Automobilbauer. Wie sind denn die Reaktionen aus der Automobilbranche auf B-Zero? Also ich habe keine First-Hand-Information, wie jetzt andere bayerische Firmen reagiert haben. Wir haben jetzt hier auf Hyundai gesetzt, weil Hyundai war mutig und schnell auf die Technologie zu setzen und ein Auto auf den Markt zu bringen, das zugelassen ist. Das Auto ist gut geeignet für unser Carsharing. Wir hoffen natürlich, ich habe es gerade gesagt, wir wollen das Ei zerschlagen, Impulse setzen und hoffen, dass andere jetzt auch inspiriert sind und getrieben sind, auch nachzuziehen, damit wir eventuell die Flotte neu und weiter breiter denken können. Der Toyota Mirai kommt ja, wenn ich richtig informiert bin, auch in Ihre Flotte. Wenn die Deutschen kommen, nehmen Sie dann mit Kusshand die deutschen Brennstoffzellenfahrzeuge? Also erstmal kurz zurück, der Toyota Mirai kommt auf den deutschen Markt, kommt aber noch nicht in unsere Flotte. Das ist noch gar nicht diskutiert, nicht angesprochen. Er ist im deutschen Markt, wie gesagt, damit wäre es ein potenzieller Player für unsere Flotte, aber da ist noch keine Entscheidung getroffen worden. Deswegen mal schauen. Aber dann irgendwann mit einem Daimler und mit einem BMW B-Zero fahren würde dann auch ganz gut passen. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, jetzt sind wir erstmal mal happy, dass wir 50 tolle Autos haben, um zu starten, um den ersten Movement zu starten. Und dann schauen wir mal, wie groß die Begeisterung ist. Und wir hoffen natürlich, dass wir so viele Player wie möglich gewinnen. Das ist unsere Absicht, einen Movement starten. Beim Endkunden auf alle Fälle, aber auch bei anderen Playern in der Industrie. Und das betrifft die Automobilhersteller, Tankstellenbetreiber und alle anderen Leute, die irgendwie einen Part spielen in diesem großen Hydrogen-Mobility-Spiel.